My name is Kanta Bakker. My name is Khawla El Haidi. Zvolani Mabunda. Me llamo Domingo García. My name is Maya. Ignacio Romero. Edith Baloyi. Die Twika Foundation hat das Ziel, die Lebensbedingungen von ganz, ganz vielen jungen Menschen in der ganzen Welt zu verbessern, insbesondere in den Zielgebieten, wo viele unserer Gäste hinreisen. Es ist ganz wichtig, dass auch die Bevölkerung vor Ort vom Tourismus mit profitiert. Die TUI Care Foundation unterstützt derzeit über 30 Projekte in 25 Destinationen weltweit. Der Schwerpunkt liegt dabei auf drei Förderbereichen: junge Generation und Bildung, Umwelt- und Naturschutz sowie nachhaltige Destinationen. TUI Academies. Neue Zukunftsperspektiven für 10.000 Jugendliche aus benachteiligten Familien durch eine bessere Bildung. Denn Bildung ist der Schlüssel für ganz, ganz viele Menschen auf der Welt, um in eine bessere Zukunft zu starten. Ahora puedo pagar el colegio a mi niño. Puedo ayudar a mi mamá a comprarle su medicamento. Puedo pagarme mis clases de inglés. TUI Cares. Stärkung der Menschen vor Ort durch lokale Wertschöpfung und Beschäftigung. No podemos estar constantemente luchando con químicos, eliminando especies vegetales, animales que nos rodean. Estamos conectando directamente con los consumidores que nos visitan. Turistas que están en nuestros hoteles, en nuestros restaurantes, a los cuales pues se le intenta potenciar el consumo de vino ecológico. Schutz von Natur und Meeresumwelt. Creatures get stuck in plastic and sometimes they die. I love to see nature that is clean and not with trash. TUI Turtle Aid. Schutz von 1 Million Meeresschildkröten bis 2020. TUI Elephant Aid. Schutz von 15.000 Elefanten in Afrika und Asien. TUI Junior Academies. Unterstützung für 100.000 Kinder in Reisezielen. Wenn man sich vorstellt, wie viele Dörfer um den Nationalpark herum sind, wo viele, viele, viele Hunderte von Kindern leben, die aber noch nie in dem Park gewesen sind. Und wir hier Hunderte von Kindern die Möglichkeit geben, in den Brügger Nationalpark zu gehen. What we want to achieve is actually to change the mindset of young people of how they think of the environment. We want them to love it and respect it as it is.